Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Knauf Uniflott anmischen und somit natürlich auch jede Spachtelmasse richtig anrühren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Um am Ende auch wirklich klumpenfreie Spachtelmasse zu erhalten, habe ich mir mal einen sauberen Eimer bereitgestellt und einen sauberen Eimer, wo natürlich auch sauberes, kaltes Wasser vorhanden ist. Das ist einfach wichtig, dass natürlich am Ende nicht irgendwelche Stückchen in unserer Spachtelmasse drinnen sind. Und nun gebe ich einfach mal nach gewünschter Menge etwas Wasser in meinen Anrühreimer rein. Da bekommt man mit der Zeit normalerweise auch ein Gefühl dafür und man sollte auf jeden Fall nicht zu viel Spachtelmasse auf einmal anrühren, da sonst die Spachtelmasse natürlich relativ schnell fest wird und man sie einfach nicht mehr rechtzeitig verarbeiten kann. Im nächsten Schritt gebe ich meine Spachtelmasse auch schon schön verteilt in den Eimer hinein. Ich könnte übrigens auch die Spachtelmasse per Hand zum Beispiel hineinstreuen und gleichzeitig noch einige Klumpen dann zerkleinern. Und das mache ich jetzt einfach so lange, bis ich wirklich überall meine Spachtelmasse etwas sehe und somit kein Wasser mehr vorhanden ist. Und dann sollte man normalerweise auch das perfekte Mischungsverhältnis haben. Offiziell sollten wir jetzt mal unseren Eimer noch etwas hin und her schwenken, dass natürlich das Wasser auch überall an unsere Spachtelmasse hinkommt. Und jetzt normalerweise einfach so circa 3 bis 5 Minuten sumpfen lassen. Bedeutet, wir lassen das Ganze einfach stehen. Dadurch bindet sich das Ganze auch nochmal schön. Die Spachtelmasse kann gut anziehen und danach können wir nämlich mit einer einfachen Kelle das Ganze noch verrühren. Wer etwas weniger Zeit hat, der sollte jetzt mal einen sauberen Quirl zur Hand nehmen. Den habe ich mal in einen Akkuschrauber eingespannt auf nicht zu schneller Drehzahl und dann können wir nämlich auch schon ganz einfach mal diese Spachtelmasse ordentlich verrühren. Wenn ich alles richtig verrührt habe, gebe ich meinen Akkuschrauber mal noch auf die schnellste Stufe. Schau, dass die restliche Spachtelmasse natürlich von meinem Quirl auch runtergeht. Und danach sollten wir diesen am besten auch nochmal in einem Eimer mit Wasser gleich sauber machen, dass wir natürlich danach auch wieder einen sauberen Quirl haben. Zum Schluss kratze ich meine überschüssige Spachtelmasse gerne noch von meinem Eimerrand weg und die Konsistenz schaut auf jeden Fall auch gut aus. Das Ganze ist relativ zäh. Wenn ich es umdrehe, fällt es auch nicht sofort runter und somit haben wir unsere Spachtelmasse jetzt auch schon richtig angemischt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Knauf Uniflott so einen sauberen Quirl mit einem Akkuschrauber oder natürlich auch saubere Eimer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.